Hallo, einen schönen guten Abend, ihr Lieben. Ja, ich wollte hier ganz kurz mal reinspringen aus aktuellem Anlass. Der Retreat in Bonn ist zu Ende und auch der liebe Jürgen hat vorher noch was gepostet. Der kämpft eben jetzt auch gerade mit diesen körperlichen Entzugserscheinungen. Und die können absolut doch auch passieren und die dürfen euch keine Angst machen, weil es ist wirklich. Dr. Joe Dispenza hat es auch in Bonn erklärt. Ich habe es auf dem Livestream gesehen und wollte es nur kurz mal noch hier zusammenfassen. Und zwar hat er das so erklärt: Durch das bewusste Beobachten von den Emotionen löst du dich quasi von deiner Vergangenheit. Du schaust und siehst, was du emotional quasi was in dir läuft. Und in dem Moment, wo du dich davon also distanzierst und es nicht mehr selber bist und erkennst, ja, ich bin ja gar nicht meine Emotionen, kriegt dein Körper sozusagen Panik, weil er will diese bekannten Gefühle leben. Er will nicht nur, dass du diese Gefühle beobachtest, weil im Moment, in dem du sie beobachtest, distanzierst du dich von diesen Gefühlen. Aber dein Körper braucht die Gefühle, weil diese Gefühle, die machen ja, dass Chemikalien ausgeschüttet werden in deinem Körper, oder? Und diese Chemikalien, die ist dein Körper absolut gewohnt. Also ich kenne mich da nicht so gut aus, aber diese ganzen Hormone und so weiter, die sich eben entwickeln, wenn dein Körper in einem gewissen emotionalen Zustand ist, die lösen eine Art Sucht aus. Und wenn du dich jetzt quasi trennst davon durch die Meditation, dass du eben wirklich deine ganzen Gewohnheiten, die du immer hattest, Leute zu beurteilen, Menschen abzulehnen, wütend zu sein, dich aufzuregen, wenn du das jetzt alles plötzlich nicht mehr tust, einerseits, weil du jetzt eine Woche in Bonn warst und im Retreat und plötzlich gibt es niemanden und nichts mehr, worüber du dich die ganze Zeit ärgern kannst. Du bist sozusagen wirklich weg von allen Menschen, allen Sachen, die dich aufgeregt haben. Dann sagt dein Körper: Hallo, wo ist meine Droge? Er will seine Droge haben und dadurch entsteht ein riesengroßes Chaos im Körper. Es werden Informationen und Energien aus deinem Körper freigesetzt. Alles verändert sich. Es gibt ein riesengroßes Durcheinander. Du hast überhaupt dieser normale Ausgleich, den du sonst immer noch hattest, der fällt weg. Und dein Körper ist sozusagen in Turkey. Weil diese alte Versorgung mit den Emotionen und dadurch verbundenen Chemikalien sind weg und dadurch wird der Mensch dann eben krank. Und die meisten Leute können das nicht handeln und kriegen Angst, oder? Und haben dann Angst, weiter zu meditieren oder sich weiter davon zurückzuziehen, was sie halt bis jetzt gemacht haben aus ihren alten Gewohnheiten driften dann so langsam wieder ins neue normale Leben, versuchen sich auch irgendwie abzulenken durch irgendwie Fernsehschauen oder sonstige Geschichten oder reden mit ihren Freunden: Oh mein Gott, ich bin krank und ich glaube, die Meditation hat mich krank gemacht, oh, ich sollte das lieber lassen, und dann sagen die anderen das. Und das müsst ihr einfach wissen, ihr müsst euch bewusst sein. Euer Körper ist eine Chemikalienbude und diese Chemikalien werden freigesetzt aufgrund von den Emotionen, mit denen wir ihn die ganze Zeit füttern. Und wenn wir jetzt unsere emotionale Befindlichkeit einfach ändern, indem wir eben anders denken, anders fühlen und die Welt auch mit anderen Augen sehen, weil wir verstanden haben, um was es wirklich geht, dann rebelliert der Körper. Und es dauert einfach eine Weile, bis der seine neue hormonelle Balance wiedergefunden hat. Und wirklich, das ist wie mit Alkohol. Ich meine, es gibt ja auch die Workaholics und so weiter und so fort. Da passiert was in unserem Körper, dass wenn wir, wie Dr. Joe sagt, nicht größer sind als unser Körper, wenn wir nicht stärker sind und die neue Richtung
einfach einschlagen und wirklich sagen, nee, wir haben da keinen Bock mehr drauf. Chemikalienbudesenker. Ja, es ist so, oder? Wir brauchen eigentlich überhaupt keine Medikamente. Unser Körper kann alles selber produzieren. Und wir müssen einfach sagen, hey, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Wir steigen da auf und dann sind wir halt mal kurz auf Entzug. Wie lange das geht, das kann bei jedem anders und unterschiedlich sein, je nachdem, wie der Körper sich halt wieder einbalanciert. Und eben, was machst du, wenn jemand in Chaos ist und Panik ist? Das ist dann dein Körper, oder? Was machst du mit dem? Du behandelst ihn liebevoll. Und so müssen wir dann auch mit dem Körper umgehen und verständnisvoll und sagen, ja klar, du tust dich jetzt hier neu ausrichten, alles gut, du brauchst jetzt Ruhe und kriegst vielleicht noch ein paar Vitamine und gesundes Essen und noch mehr Liebe und dann geht es schon. Und eben, weil manche haben dann das Gefühl, ja, ich muss dann kämpfen und ich setze mich da durch und der Körper soll sich nicht so anstellen und so weiter. Versuch's ein bisschen mit Liebe und Verständnis. Das muss auch das neue Weltbild sein. Verständnis oder Compassion, wie Dr. Joe Dispenza sagt, für sich und natürlich für andere und für das Leben und für Mitgefühl. Und das ist unsere neue Haltung auch. Und deswegen machen wir ja das Ganze, weil wir eben nicht mehr Power, Stress und draufhauen wollen, sondern ja, eine andere Mentalität, einen anderen Lebensstil, eine andere Einstellung. Also, ich will es kurz halten. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr mir zugehört habt. Bleibt dran, habt keine Angst, wenn da Sachen passieren in eurem Körper. Ihr könnt auf jeden Fall euch nicht schaden, wenn ihr die alten stressigen Gedanken und Verhaltensweisen loslasst und in eine neue Zukunft geht. Der Körper kommt schon mit. Also, selbst die beste Freundin und der beste Freund sein. Ganz genau. Mein Körper muss sich an die intensive Form der Energie erst gewöhnen. Genau, Mary, du warst ja dort. Du wirst es jetzt auch noch spüren. Und das darf aber das neue Normal werden. Wir dürfen uns wirklich hyper fühlen. Wir dürfen hyper glücklich sein. Und es ist keine Gefahr dabei. Es ist einfach nur ungewohnt, oder? Wir kennen das nicht. Und wenn du an so einem Retreat warst und plötzlich sind alle Leute nett und du kannst mit jedem vom offenen Herzen reden und musst keinen ablehnen, weil jeder dir so zurückkommt, ist es natürlich einfach und easy. Aber wenn du dann wieder im neuen Leben bist, in deinem alten Leben und dann im alten Job, dann darfst du das eiskalt da reintragen. Und jeder, der dich anmufft, auf den gehst du gar nicht ein, sondern sagst, hallo, ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Das wird dann zu Gewohnheit. Und irgendwann mal kommen die ganzen Muffler und die Schlechtgelaunten und die Stresser, die kommen gar nicht mehr in deine Nähe. Und einfach durchziehen, sagen, wer willst du sein, wie willst du reagieren, wie willst du dich fühlen und dich nicht abhalten lassen und zwar so lange, bis es das neue Normal ist und dann ist es das neue Normal für deine Umwelt auch. Stur dabei sein, stur das durchziehen, hopp, her mit dem schönen Leben. Alles klar, ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss, tschüss.